Mein Name ist Markus Eckert, ich bin Hochzeitsfotograf und ich sitze hier bei der Anja Faller. Hallo Anja. Hallo Markus. Anja, wie machst du die Brautpaare glücklich? Erzähl mal. Ich mache sie glücklich, weil ich ihnen das erfülle, was sie möchte, wie ihre Trauzeremonie ablaufen sollte. Mhm. Individuell und nicht von der Stange. Okay, sehr schön. Also du bist quasi Traurednerin? Ja. Mhm. Okay, seit wann machst du das denn schon? Circa 2 Jahre. Gut, wir haben jetzt 2019, also seit 2017 in dem Fall? Ja, genau. Okay. Wie ist denn so der Ablauf? Erzähl mal gerne von Anfang an, wie es so abläuft. Wie kommen die Brautpaare auf dich und wie läuft das dann? Ja, also die kommen auf mich durch Messe oder Bekannte oder durchs Internet. Da bin ich auf verschiedene Plattformen. Und dann treffen wir uns einfach unverbindlich mal zum Kennenlernen. Mhm. Bei mir oder in der Kneipe oder bei dem Brautpaar zu Hause. Und dann erzähle ich ein bisschen was von mir und die von beide über sich. Und dann gebe ich ihnen einfach Zeit zu überlegen, ob wir drei zusammenpassen. Und wenn es passt, wenn es nicht passt, dann ist es einfach so. Und wenn es passt, freue ich mich natürlich. Und ab dem Zeitpunkt bin ich immer für sie da. Also für Ratschläge, Tipps und was man alles so braucht. Mhm. Ja. Okay. Das heißt, die haben dann deine Handynummer oder Telefonnummer? Genau, denen alles von mir, ja. Okay, Und wenn es doch nochmal kalte Füße gibt oder so? Genau, Abend vorher, am Vormittag nochmal. Okay, ja. Okay. Unbedingt, ja. Wie läuft so eine Vorbesprechung ab? Jetzt schreiben mich die Leute an und sagen, mich interessiert das. Genau. Die Leute kommen dann hierher. Mhm. Wie läuft das? Also wir treffen uns und dann wird einfach gezwanglos geredet. Ich stelle mich vor, was ich so mache, was ich bis jetzt gemacht habe und so. Und dann gibt es immer mal wieder Fragen, wie machst du das, wie machst du das? Und so auch so manchmal haben die schon so viele Vorstellungen. Oder sie brauchen schon mal ein paar Tipps. Genau, dann überlege die sich das. Und wenn wir das dann machen und wir treffen uns wieder, ich sage jetzt mal, das ist auch ganz individuell beim Brautpaar. Möchte die, wir treffen uns schon ein Vierteljahr vorher oder 4 Wochen vorher, 6 Wochen vorher. Dann ist es einfach so. Dann plane mir der Ablauf von der Zeremonie. Dann brauche ich natürlich über die beiden Geschichten, was ist bei denen wichtig, ist Kennenlernen wichtig, sind die Hobbys wichtig und. Genau, dann wird das alles zusammengepackt und der Ablauf ist auch immer individuell. Also so, wie es die zwei sich vorstellen. Also alles ist machbar. Okay, sehr schön. Jetzt hast du gerade gesagt, 4 Wochen vorher, das heißt, es reicht, wenn die Leute dich 4 Wochen vorher anfragen? Oder? Reicht auch, ja. Reicht also auch? Ich habe schon 10 Tage vorher mal eine Anfrage gekriegt. Ach, und echt? Das reicht. Okay. Ja, okay. Ja, da gibt es halt mal eine Nachtschicht. aber das geht. Ist es aber nicht so, dass es die Regel ist, sondern es war die Ausnahme? Ja. Aber es funktioniert. Okay. Wie ist denn so die Regel? Welche Vorlaufzeit wäre denn auch für dich am geschicktesten oder grundsätzlich? Ja, also wenn die sich entscheiden, wir machen das zusammen, dann bin ich ja schon immer irgendwie bei denen mit dem Kopf. Und auch wenn man dann weiß, oh, im Vierteljahr ist jetzt dieser Termin und so, dann frage ich auch, irgendwann melde ich mich mal, wie es geht und so. Und manche sind da ganz locker drauf, die sagen, ja, 14 Tage vorher. Dann ist es so, dann ist also es ist für mich okay. Okay, ja. Okay, sehr schön. Weil ich so das Gefühl habe, ich kriege da Material und das läuft dann. Mhm. Ja. Gut. Wie können Sie denn die Brautpaare vorbereiten, dieses Gespräch? Manche lassen den Tag oder diesen Abend einfach auf sich zukommen. Und bei manchen sage ich, schau mal, was euch wichtig ist, wie habt ihr euch kennengelernt, so Hobbys, was macht der eine aus, warum ist er, warum ist sie, gibt schon Kinder und ja. Genau, solche Dinge. Okay, das heißt, man muss einfach nur sein Wissen mitbringen. Ja. Okay. Genau. Manchmal brauche ich auch Dinge, die ich frage, aber die nicht in der Rede kommen. Also, dass ich mir manchmal auch so wie ein Bild von irgendwas machen kann. Also müssen Brautpaare keine Angst haben, oh Gott, alles, was sie fragt, kommt nachher in die Rede. Es wird keiner peinlich hingestellt. Okay, sehr schön, sehr schön. Wie sieht das aus mit musikalischer Begleitung? Ist es machbar bei dir? Und wenn ja, hast du jemanden an der Hand oder wie ist das? Ja, also machbar auf jeden Fall. Und es ist ja immer spannend, weil alle Musiker sind anders, verschieden und ich bin immer zeitig vor Ort, Minimum 1 Stunde.
Und dann klären wir das auch nochmal ganz genau ab. Die sagen, wir haben 3 Liter, wir haben 4 Liter, wo machen wir es und so. Das ist immer schön, einfach schön und das funktioniert dann einfach. Mhm. Und ich habe auch Leute, die ich fragen kann, wenn das Brautpaar sagt, sie brauchen Musiker oder Sängerin oder sowas. Okay, kannst du mir empfehlen. Sehr, ja. Schön. Sehr schön. Kommst du auch zum Standesamt? Ja. Also ich bin keine Standesbeamtin, aber ich komme auch zum Standesamt hinterher dann für die Zeremonie. Okay. Genau. Schön, schön. Hast du ein Mikrofon, eigene Lautsprecher oder nutzt du die, wenn jemand vor Ort ist oder wie läuft das? Ich bringe immer meins mit. Das ist ein Turm, da brauche ich keine 10 Minuten oder 5 Minuten steht das Ding. Und manchmal, wenn es Live-Musik ist, dann hängt die Musiker auch was dabei, aber ich habe es immer dabei. Okay, okay, gut. Das heißt, du brauchst entsprechend eine Aufbauzeit, aber du bist ja eh immer eine Stunde vorher ja, da. Ja, ja, ja. Okay, super. Wie sieht es aus mit schreienden Kindern oder Hunde, die dann plötzlich in die Rede einfallen? Immer ein Geschenk für mich. Ja, okay. Ja, weil das sind solche... Hallo. sind einfach so spontane Dinge, wo passieren. Und das macht es manchmal so, das ist manchmal noch so die Crème de la Crème. Mhm. So, es gibt manchmal auch einen Lacher dann, aber finde ich immer gut. Also du baust sie quasi wirklich mit ein? Ja, auch. Ja. Sehr ja. schön, sehr schön. Ja. Was darf denn deiner Meinung nach nie fehlen auf einer Hochzeit? Das Brautpaar. Okay, ja. Ja, alles andere, weil das so individuell ist, finde ich, einfach das Brautpaar, gut gelaunte Gäste. Mhm. Okay. Klar, die sind wichtig, ja. Ja. Was war mein schönstes Erlebnis bis jetzt auf einer Hochzeit? Boah, also es ist für jede Hochzeit einfach schön. Jede Hochzeit ist ein Erlebnis. Ganz egal. Ein ganz schönes Erlebnis war einfach mal, da hat sich ein Brautpaar, die waren schon über 40 Jahre standesamtlich verheiratet und habe ihr Trauversprechen erneuert. Und also die Frau wusste nichts. Aber es war immer ihr Wunsch, dass sie doch mal ein Hochzeitsfest machen, weil sie damals einfach noch standesamtlich geheiratet haben und dann war nichts mehr. Und dann hat er eben über 40 Jahre und dann hat der Mann eine Hütte gemietet irgendwo und die ganzen Gäste waren da und hat dann seiner Frau gesagt, wir machen jetzt noch einen Abendspaziergang. Und ja, dann... Natürlich ging er dann um die Hütte und dann war die ganze Gesellschaft da. Und das war sehr, sehr emotional und also unheimlich schön. Wow, okay. Ja, ja, also die Frau war, wow. Ja, das war einfach, ja, tolles Erlebnis. Glaube ich. Dass ich dort dabei sein durfte. Mhm. Sehr schön. Jetzt kommst du aus St. Mergen. Ja. In welchem Umkreis wirst du denn angefragt oder können dich die Leute anfragen? Ich komme überall hin. Und ja, so ich bin zwischen 150, 200 Kilometer unterwegs, aber ich komme überall gerne hin. Okay, also die Leute sollen die einfach mal anfragen. Ja, genau. Okay, sehr schön. Kannst du dem Brautpaar noch irgendwelche Tipps mit auf den Weg geben? Ja, einfach locker bleiben. Also viele planen alles ganz explizit, ist auch richtig toll, aber doch, dass man sagt... Es läuft schon. Es läuft schon. Und ich sage den Brautpaare auch immer, sie müssen einfach nur kommen, alles andere läuft. Okay, sehr schön. Ja. Sage ich vielen Dank. Gerne. Das letzte Wort gehört dir. Boah. Das ist mein Gast. Ja, ich freue mich auf viele Anfragen natürlich. Und ich bin einfach dankbar, dass ich das machen darf. Das hat mich angesprungen. Und dankbar ist eine Ehre, wenn ich sowas machen darf, dass man dieses Vertrauen kriegt von 2 wildfremden Menschen. Manchmal kennt man sich ja auch, aber trotz allem erfährt man doch ganz viel. Und für mich ist auch eine große Verantwortung, diese Zeremonie zu halten. Mhm. Ja. Super. Ja. Dann sage ich mal vielen Dank. Gerne. Und bis zum nächsten Mal. Gerne, Markus. Danke.